Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, jetzt wollte ich sagen, My Time at Sandhawk. Nein, wir sind hier bei Trials of Mana, auch wenn wir hier mitten in der Wüste stecken. Sind wir immer noch bei Trials of Mana. Wo ist mein Lieblingscamper? Versteinerung ist ganz schlecht. Wollte gerade sagen, klingt ja gar nicht ironisch. So. Heilige Kugel. Einmal drauf da. So. Ein Heilkraut. Okay, hier geht's nur runter. Weil hier ist praktisch mit dem Wind so ein bisschen anstrengend. So, die sind alle Stufe 29. Das ist schon heavy. Die famose Faust. Oh, der Entensoldat hat auch nochmal Schönes mitbekommen. Oh, die sind echt scheiße. Die müssen als richtig leveln, glaube ich. Wow. Also wenn die hier 29 sind, sollten wir so ungefähr 32 sein, wenn wir zum Boss gehen. Folglich werden wir ein bisschen länger in der Wüste verbringen. Yay! Sandrock sitzt bei dir immer noch voll drin. Ja, vor allem, weil ich ja heute privat Sandrock auch gespielt habe. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es neue Sachen gibt bei Sandrock. So. So, weiter. Wow, ich wurde da jetzt runtergeweht. Ich mache einfach mal hier eine famose Faust. Vielleicht treffe ich hier noch einen. Okay, habe ich jetzt halt alle weggehauen? Ja, alles sind weg. Au. Oh. Heilige Kugel Plus. So. Okay, immer schauen, dass man nicht irgendwie aus Versehen in was Rotes da reinlaut. Das wäre ganz schlecht. Ja, einen habe ich schon mal. Wow. Schokolade auf irgendjemanden. Ich glaube, auf sie selber war das. So. Okay, wir haben gewonnen. Gibt es hier unten irgendwas? Ja, ein Kaktusfratz. Steht da einfach ein süßer kleiner Kaktusfratz rum. So, noch zweimal. Wir müssen die echt dann später richtig suchen. Okay, nee, da kommen wir nicht weiter. Da waren wir gerade schon und wurden nach unten getrieben. Nice. Ah ja, fast drüber gestolpert. Okay, wir kommen hier nicht weiter wohl. Hier waren wir gerade schon. Das heißt, wir müssen ja nach da drüben. Wir müssen an der Seite hier laufen. So. Das gewonnen. Also man kann die Grenzen minimal überwinden. Ich hebe jetzt mal meine Special-Attacken auf für diese komische Mitrüstung. Weil wir da bestimmt noch den einen oder anderen finden werden. Okay, du verdoppelst unsere Dinger. Ah, hier. Eine kleine Schatztruhe. Einen Engelskelch. Damit wir uns dann wieder heilen können. Wenn wir wieder aus Versehen irgendwie sterben sollten, sowas passiert ja hin und wieder mal. So, dann ran können wir, glaube ich, weiter. Sonst will ich ja trotzdem nach da oben gehen. Oh, nach da oben will ich wohl nicht gehen. 170 Lucre. 135 Leben. Okay, ein noch stärkerer Tomatenmann. Yay! Komm,
Einmal nach unten mit dir. So. So, wieder was besiegt. Dann schauen wir mal da hinten nach unten. Das sieht doch aus, als wenn da irgendwas stehen könnte. Ja, zumindest ein Bonbon. Dann machen wir weiter. So, da hinten sind 200 Lucre. Oh, ein Entensoldat. Die sind auch anders in der Originalversion. So. Dann gehen wir halt auf dich, weil Versteinerung ist ganz schlecht. Was auch immer du davor hast, ist schlecht. Halloween-Kürbis. Ach, du wirfst Halloween-Kürbisse nach uns. Wie soll ich da hinkommen zu denen? Kann die andere da nicht mal was draufwerfen? Okay. Schauen wir noch da hinten. Ein Silbersachsamen. So, hier haben wir ein bisschen. So. Können wir ruhig mal wieder machen. So, ein bisschen braucht er. Oh, die haben sich verwandelt. Das ist scheiße. So. Das andere ist auch down. Ich glaube, wir sind echt ein gutes Team. Besser als damals mit den anderen beiden, glaube ich. Aber wir müssen jetzt erstmal nach unten, glaube ich, genau. Komm. Ah, das hat den schönen Lahm gelegt. Habt ihr es gekillt? Ja. Okay, unsere nette Fee meint, dass da irgendwas ist. Ja, wir suchen ein bisschen Schatten, aber wir suchen halt auch, ob hier noch irgendwas rumgammelt. Ist auf jeden Fall ein ziemlich schlagfertiges Team. Ja, muss ich schon sagen. Also wir hatten letztes Mal ja mit den anderen dreien. Und es war schon, da hat einer zuhauen können und der Rest hat irgendwie nichts getan. Der Rest war halt anwesend. Oase Din. Schauen wir mal nach. Hallöchen, willkommen Din. Wir müssen ein bisschen mit denen reden, dass wir hier diese Zusatzfähigkeiten einfach einschalten. Ah, jetzt haben wir Umbra-Zeit am Mana-Tag. Kevin und Angela sind meiner Meinung nach auch die stärksten Charaktere im Spiel. Ja, mir fällt es jetzt schon auf, also wir, die hauen schon ordentlich zu. Die sind nicht so zaghaft wie zum Beispiel die Resi. Der Hawkey tatsächlich, von dem bin ich nicht so begeistert. Ich habe mir eigentlich von dem ein bisschen mehr erhofft. Aber der scheint mir eher ein bisschen schwächer zu sein. Da steht doch bestimmt irgendwas in dieser Stadt rum. Schatz, wo gibt's hier? Ja, ich denke, der Hawkey, von dem bin ich tatsächlich am meisten enttäuscht. Den haben wir auch zurückgelassen am Geisterschiff. Weil ich mir dachte, so Kevin, den brauche ich. Und die Angela, also der ihre Magie, die ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ich dachte mir so, okay, die zaubert dann so ein bisschen wie Charlotte, aber das wird wahrscheinlich einen Scheißdreck bringen. Aber nee, die haut da schon teilweise Sachen raus, so wo ich sage, uff, läuft bei der. Hawk ist ganz nice, wenn man mit Status-Effekten spielen möchte, ja. Also ich denke tatsächlich, wenn ich schon gewusst hätte, dass sie als Zauberin so krass wäre, hätte ich beim ersten Durchgang die Resi durch die Angela ersetzt. Okay, ich versuche mal den hier zu killen. Oder wenigstens den Schutz wegzumachen. Weil die Resi, ganz ehrlich, die hat nichts gekonnt. Die stand da rum und du dachtest wirklich so, für was habe ich denn die mitgenommen? Die Charlotte, ja, die war auch mehr tot als andere.
Dann habe ich immer mit Duran irgendwie versucht, das durchzuziehen, aber ja. Die arme Resi, ja. Die ist halt mehr eine Prinzessin als eine Kämpferin. Also natürlich, es gibt bestimmt beschissenere Charaktere. In dem Spiel vielleicht jetzt nicht unbedingt. Aber wirklich, also die Stärke, wo ich mir da erhofft hatte, hatte die definitiv nicht. Aber die war halt auch mehr Unterstützungsklasse. Also ich habe letztes Mal dann praktisch ein bisschen defensiver gespielt. Also Duran war definitiv nicht schlecht mit dem Angriff her. Aber ja, die Combo war es, glaube ich, auch die, wo es jetzt nicht so leicht gemacht hat. Au. So, wie viel sind da? Ich brauche mal den... Leckt der da gerade so ein bisschen oder ist der immer so lahm? Ich mach jetzt mal den einen hier. Ja, lass mich mal in Ruhe. Angela, geh da mal auf die Seiten. Okay, ich mach mal eine famose Faust jetzt, wo all das. Resi und Hawk sind im Grunde perfekte Kombination, weil Hawk debuffen und Resi buffen kann. Ja, wie gesagt, ich habe mir vorher die ganzen Charaktere nicht angeschaut, bevor ich das Ganze angefangen habe. Und dachte mir so, okay, von ihr, das hört sich nicht allzu scheiße an. Und dann dachte ich mir so, okay, lasse ich Zauberin halt raus. Braucht man jetzt nicht so unbedingt. Und Kevin, der Name hört sich blöd an. Da habe ich eher noch überlegt, ob ich Hawkey mitnehme, statt Durant. Und dann habe ich mich aber tatsächlich für Durant entschieden. Ja, das war, ich weiß nicht, wie gut die Entscheidung war, aber auf jeden Fall, ich bin froh, dass ich jetzt halt das Team habe, weil das jetzt eigentlich so scheiße ist. Also Hawkey würde ich gerne austauschen gegen, ja, vielleicht sogar Duran, dass man ein bisschen zuhauen kann. Aber ansonsten, das wäre halt dann ein komplett offensives Team, wenn ich da jetzt einen Duran statt einen Hawkey dabei hätte. So. So, down. Ah, oh, da haben wir nochmal welche. Nur noch am Draufhauen gerade. Klingt nicht schlecht, ja. Also, wenn wir nochmal einen dritten Durchgang machen sollten, dann werden wir praktisch Kevin, Angela und Durant mitnehmen. Dann sind wir komplett offensiv und dann haue ich allen auf die Fresse. Und dann spielen wir es ganz einfach. Dass ich demonstrieren kann, wie ich allen auf die Fresse haue und ich mich das Spiel einfach stelle. Ein Traumschiff. Komme ich nicht nach da hinten? So ein bisschen Jumpy-Jump-Action doch. So. So, boah, das Goldding hat richtig auf die Fresse bekommen schon mal. Hawkey, jetzt seht ihr, was ich meine. Er liegt einfach so am Boden rum. Keiner hat ihn erlaubt, am Boden rumzuliegen. Und was macht er? Er liegt am Boden rum. Oh, ich will das Ding killen. Das könnte uns echt Aua tun. Okay, cool. Jetzt steht er wieder. Gewonnen ohne Schaden zu erleiden. Der andere stirbt. Gewonnen ohne Schaden zu erleiden. Eindeutig. Er kann es halt. Ich glaube, ich würde Hawk mit Charlotte wechseln. Charlotte ist die perfekte Heilbot, während Kevin und Angela alles auseinandernehmen. Ja, das wäre auch nicht schlecht, dass man halt noch einen Healer da mitnimmt. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Wir machen einfach eine Abstimmung auf Insta. Sollten wir noch einen dritten Durchgang dazu machen und dann schauen wir mal, was sich da so ergibt. Ich sehe schon, dann habe ich so drin Resi, Charlotte und Hawkey. Irgendwelche Spaßvögel kommen dann auf diese wunderschönen Ideen, obwohl das dann auch nicht allzu scheiße wäre. Ich habe halt dann keinen Angriff. Aber wenn wir das Ganze auf einfach spielen, sollte nichts passieren. So, jetzt müsste aufgestiegen sein. Perfekt. Hawkey, du hast wieder zwei Pünktchen. Glück war bei ihm, ja?
So. Oh, die haben das. Er kann es halt, ne? Oh, ich glaube, jetzt sind wir gleich beim Boss, wenn ich das so richtig sehe und richtig in Erinnerung habe. Oh, ich möchte nicht beworfen werden. Bewerfelt jemanden anderen? Nein, ich möchte auch nicht nach da unten gewerfelt werden. Bewerfelt jemanden anderen, Leute. Kann der da vielleicht nicht stehen? Das wäre sehr sinnvoll. Ich dachte tatsächlich, Angela ist halt übelst die schwache Zauberin und das bringt halt gar nichts. Und ich bin wirklich positiv überrascht, dass sie so zuhauen kann. Auf einfach kannst du sogar auf Maxi-Skillen dauert dann alles nur etwas länger. Okay, dann schauen wir noch kurz nach da oben. Ah, Schatztrüchen. Und dann würde ich mal sagen, dass wir für heute die YouTube-Folge beenden. Und wir uns dann nächstes Mal wiedersehen, wenn es dann weitergeht. Ich vermute mal mit dem nächsten Boss. Bis dahin. Bye.